Mein Name ist Ralf Scheiner, ich bin der Gesamtleiter der Musical Factory und habe bei dem Musical Wie im Himmel die Produktionsleitung und die musikalische Leitung inne. Das Musical wurde geschrieben von Kai und Karin Pollack und Fredrik Kempe, drei sehr bekannten Autoren in Schweden. Schon als kleiner Junge wünschte ich mir, Musik zu erschaffen, die die Herzen der Menschen öffnet. Das war mein Traum. Das Besondere an dem Musical ist, dass auch die Orchester- und die Chorarrangements nochmal überarbeitet wurden von mir. Das liegt daran, dass die ursprüngliche Besetzung für kleinen Chor vorgesehen war und wir mit unserem großen Ensemble 5- bis 6-, 8-stimmig singen wollten und so den Chor quasi noch mehr aufblühen lassen im Laufe des Projekts, im Laufe des Musicals, im Laufe der Geschichte. Sehr gut. Die Ensemblegröße setzt sich zusammen aus drei Chorensembles. Das ist zum einen der Hauptpartner Musical Chor Flame und der Frauenchor des Männergesangvereins Groß Umstadt. Und auch unser Orchester ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Musical Factory Orchester, dem Kammermusikensemble Laubenheim und freien Musikern, die wir zum Projekt dazugeholt haben. Das gesamte Musical-Projekt wurde natürlich nur mit der Impulsförderung möglich. Zum einen durfte ja wegen der Corona-Pandemie nur weniger Zuschauer in den Saal gelassen werden. Und das Zweite ist, dass auch die Unternehmen, die uns normalerweise fördern und sponsoren, auch nicht mehr die gleichen Mittel zur Verfügung hatten wie in den vergangenen Jahren. Die Projektfinanzierung ermöglichte auch das Engagement von unserem Hauptdarsteller Daniel Dareus, der von Nico Müller dargestellt wird. Ich brannte Mein Name ist Nico Müller, ich bin Sänger und Gesangspädagoge und komme aus Dresden. In den letzten Jahren war ich in den verschiedenen Positionen unterwegs. Bei Konzerten mit Barbara Streisand, mit Jocelyn B. Smith, mit Catherine Jenkins, wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Umso besonderer ist das Projekt Wie im Himmel hier in Groß Umstadt mit der Musical Factory. Ganz am Anfang, Corona-bedingt, im Lockdown haben wir online geprobt. Muss man erstmal bewerkstelligen, mit so einem riesen Ensemble überhaupt proben zu können. Nach und nach hat sich das dann ein bisschen verbessert, sodass wir dann im Prinzip auch dann wieder die Live-Proben dabei hatten. Ich habe das selten erlebt, dass so viel Energie, Gruppenenthusiasmus und Gruppenspirit, könnte man sagen, dabei ist, weil man muss klar sagen, alle gehen arbeiten, gehen zur Schule, studieren und wenn sie mit dem Hauptteil ihrer Arbeit fertig sind, kommen sie und wir haben begonnen mit für Wie im Himmel zu probieren. Man sieht selten semi-professionelle Produktionen, die eigentlich schon Profi-Produktionen sind. Glaubst du an Engel? Manchmal sehe ich sie ganz klar und ich höre das Brausen. Wenn sie fast nicht wahrnehmbar durch die Lüfte sausen. Mein Name ist Axel Staudinger. Ich bin hier bei der Musical Factory und bei dieser Produktion von Wie im Himmel, der Regisseur und Bühnenbildner, aber auch für die Projektion unter anderem zuständig. Ich bin seit 2018 bei der Musical Factory, habe auch schon die Regie gemacht für das vorangegangene Musical Titanic, was sehr erfolgreich gelaufen ist in 2019. Dann kam Corona und natürlich haben wir dann unter etwas widrigeren Umständen gecastet und geprobt in der ersten Phase online, ja, über Zoom und Jamulus, bis wir dann endlich letztes Jahr im April, Mai anfangen konnten, live zu proben. Nicht ihr singt, sondern der Ton singt euch. Ja, ach Olga, ich höre schon, dass du ihn hast. Was uns sehr geholfen hat mit dieser Förderung, dass wir eben in Anlehnung und in Verbeugung vor dem Film, dem Originalfilm von Wie im Himmel, auch Projektionen in größerem Maßstab mit vorproduzierten Filmeinspielern
nutzen. Das konnten wir dann mit dem Team von Ice Over von Rödermark verwirklichen. Ja, da haben wir dann im Sonnenblumenfeld im Sommer draußen oder im Spätsommer draußen gedreht und wunderbare Bilder geschossen. Ja, auch Einzelaufnahmen, die ich vergrößert aufs Bühnenbild projiziere von unseren Mitwirkenden oder den Chorsängern von Ljusåker, ja, von dem Dorf in Schweden, wo das Ganze spielt. Dank der Förderung war das möglich in diesem Stil. Ja. Mein Name ist Verena Erhardt, ich komme aus Dieburg und bin Vorstandsmitglied bei der Musical Factory. Dort kümmere ich mich schwerpunktmäßig um alles, was mit Medien zu tun hat, also Social Media, die Homepage bis hin zum Programmheft. Und für die Produktion Wie im Himmel habe ich die Choreografien gemacht. Das Besondere an Wie im Himmel ist, dass es eigentlich ein Schauspielmusical ist, dass der Schwerpunkt klar auf diesen verschiedenen Charakteren im Stück liegt und deren zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber trotzdem gibt es bei Wie im Himmel ganz viele Möglichkeiten, Choreografien einzubauen, was für mich eine tolle Herausforderung auch war. Und das Schöne finde ich auch, dass man mit ganz, ganz unterschiedlichen Mitteln da arbeiten kann, mit ganz vielen unterschiedlichen Emotionen, mit vielen unterschiedlichen Tanzstilen, dass wir sowohl mit Paartanz zu tun haben, wie ein Walzer oder ein Tango, aber auch eine große Partyszene, Gruppentänze, wo wir dann eben auch typisch für das Stück oder zum Stück passend schwedische Elemente eingebaut haben, wie die typischen Kreise, die man an Midsommar tanzt. Oh, oh, oh.